Achtung! Dieses Video beinhaltet schwarzen Humor und sollte daher nicht zu ernst genommen werden. Natürlich sollten sich auch die weiblichen Zuschauer unter euch nicht angegriffen fühlen, da das Video nur an die gerichtet ist, die sich auch so verhalten, wie in dem Video aufgezeigt wird. Also die sollten das Video schon ein kleines bisschen ernst nehmen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Leute. Heute möchte ich euch sagen, was ich denn so alles an Mädchen oder auch Weibern alles so hasse. So, fangen wir direkt mal mit der ersten Sache an, und zwar Videos. Guckt euch bitte an, wie normale Menschen, wie ich meine Videos mache und wie Mädchen ihre Videos machen. Wie ich meine Videos mache. Boah, das ist gut, das ist gut. Oh, warte, bisschen weiter rechts, nach rechts. Oh, perfekt, perfekt. Das war nicht so gut, das machen wir gleich nochmal. Oh, ja, ja, perfekt, perfekt. So muss das. Noch ein paar Effekte und so rein. Komm, jetzt machen wir es normal, ist egal. Ist das 500. Mal, aber reicht. Gut, ja, hinterher noch so ein paar Effekte, kann zwar ein paar Stunden dauern, aber... Oh, jetzt holt bitte noch mal die andere Kamera, die wir uns für 5000 geholt haben. Ja, super. Will ich uns, Leute? Perfekt. Wie Mädchen ihre Videos machen. Hey Leute, alles klar bei euch? Ja, hier ist das Video zum Status, den ich gepostet hatte. Und heute will ich also die ganzen Liker, die den Status geliked haben, kommentieren. Das waren 224 Leute, die meinen Status geliked haben. Dann werdet ihr jetzt hier im Video erwähnt. Also ich fange mal an mit dem ersten hier. Ja, da genau. Ja, also der erste ist der Markus. Den Markus, den kenne ich nicht. Aber Markus, du bist nett und du bist hübsch. So, der nächste ist der Matthias. Matthias, dich kenne ich auch nicht, aber du bist auch nett und du bist hübsch. So, dann kommt der Heinz. Der Heinz, Heinz, dich kenne ich nicht, aber ja, du bist nett und du bist hübsch. So, und dann der 224. Ja, das ist der Heinrich, ja, und ja, Heinrich kenne ich auch nicht, aber du bist nett und du bist hübsch. What the fuck? Egal, ich will euch gar nicht länger aufhalten. Kommen wir direkt zur nächsten Sache. Beauty-Videos. Erstmal, wieso gibt es sowas überhaupt? Und wieso müsst ihr das so umsetzen, wie ich euch jetzt zeigen würde? Guckt es euch einfach an. Hi Leute, willkommen bei Kanas Busenwelt. So, ja, heute möchte ich euch wieder ein paar Sachen empfehlen, die mir persönlich ganz gut gefallen haben, ja. Da wäre zum einen der Nachmittag von Pitu, ja, also das ist natürlich meine ganz eigene Meinung. Also mir wurde ja natürlich kein Geld für oder so gegeben. Das ist meine ganz eigene Meinung. Also kauft euch das auf jeden Fall. Das ist extrem gut, ja. Also dann kann ich euch noch hier von Douglas kann ich euch das Parfüm empfehlen. Das riecht extrem gut. Also das ist wirklich, ich empfehle euch das ganz gut. Ich kratze so was. Ich muss einmal, ja, da hinten ist ja was. Ja. Hier ist das Parfüm, also das ist wirklich, wie auch schon gerade, meine ganz eigene Meinung. Ich krieg ja kein Geld für oder so. Was denkt ihr denn von mir? Wirklich, das ist extrem gut, gefällt mir das von den ganzen tausend anderen Marken. Kauft euch das auf jeden Fall. Das kostet nur 1000 Euro, aber kauft euch das, okay? So Leute, dann abonnieren, favorisieren, teilen, liken. Was gibt's noch alles? Einfach alles machen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. So, und das ist es. Nächster Punkt. Freundschaften. Freundschaften bei Jungs und bei Mädchen. Guckt's euch an. Es ist einfach... Wir sind einfach Mädchen, okay? Freundschaften bei Jungs. Alter, du bist so ein Wichser. Du bist so, Alter.
Freundschaften bei Mädchen. Hi Baby, Schatzi, Bupsi. Hi. Ja, ich hab dich auch voll vermisst, ja. Ja, ich weiß, gestern in der Schule haben wir uns das letzte Mal ja gesehen. Oh Baby, du bist die Allerbeste. Ja, wir können uns sehr, sehr gerne treffen. Oh Baby, ich will dich nie verlieren. Du bist die Allersüßeste von allen. Ich hab dich so lieb. Ja, klar. Ja, dann bis gleich, Baby, Bupsi, Bupsi. Ja, die Jennifer, der ist voll die F***e. Ich mag's überhaupt nicht. Ja, die soll wohl mit dem Henry geschlafen haben. Nee, das ist voll die blöde Kuh, mit der will ich nie was anfangen. Weißt du, mein Niveau, ihr Niveau Abstand, weißt du? Nächster Punkt. Filmeabend, Filmeabend. Wenn man schön sich da hinsetzt, vielleicht ein bisschen was naschen will und dann kommen Mädchen, dann kommen Mädchen. So, und Mädchen, ja? Guckt einfach, guckt bitte einfach. Filmeabend für Jungs. Filmeabend für Mädchen. Schatz, ich hab ein Schild mitgebracht. Oh, danke, Baby, das ist ja nett von dir, danke. Schatz, ist irgendwas? Ja, weißt du, ich will nicht so dick werden, weißt du? Ja, dann kann ich die auch nehmen. Oh, Schatz, jetzt soll ich so alle Chips auf. Dann wolltest du keine mehr. Ja, nee. Ja, also... Ja, dann nimm doch. Und, besser? Ja. Ja, okay, dann ist doch gut. Dann ist schon wieder alles Chips auf. Ey, Mädchen. Ihr sollt, wenn da Chips für euch stehen, ihr sollt die essen, ja? Und nicht da vor euch stehen lassen und die angucken. Wozu sind die denn da? Wozu kauft man die denn? Die kauft man doch, damit man die isst, oder? Also, oh, egal. Nächster Punkt. Beziehungen, okay? Beziehungen. Vielleicht sollte man denken, okay, Jungs betrügen viel eher. Ja, Jungs, oh, der geht mir immer fremd und alles. Aber das ist nicht so. Guckt euch an, wie es wirklich ist. Guckt euch an, Mädchen. Oh. Beziehungen für Jungs. Mit wem schreibst du da? Meiner Oma. Und wieso schreibst du da, ich hab dich lieb? Weil es meine Oma ist. Nee, du schreibst mit einem anderen Mädchen. Oha, du schreibst mit einem anderen Mädchen. Das ist meine Oma. Nein, du schreibst mit einem anderen Mädchen. Das ist meine Oma. Mann, du Arsch. Du Arsch, lass mich mit rum. Mein Niveau, dein Niveau, Abstand. Du hast sie selber mal gesehen. Nein, du Arsch. Du hast mich rum, du Pippi. Hallo. Nein, nein, ich mach Schluss mit dir. Tschüss! Das reicht mir jetzt hier! Komm! Geh weg! Beziehungen für Mädchen. Hey, hast du Bock zu tanzen? Ja klar! Ja, willst du dein Clip denn? Ja, bist egal, du jetzt? Ja! Ja, komm, dann komm, ja! Und willst du mir deine Nummer geben oder so? Vielleicht können wir uns dann nochmal treffen. Nee, sorry, ich hab einen Freund, weißt du? Wir haben doch gerade zusammen. Ja, nee, sorry, geht wirklich, ich hab einen Freund. Aber ich muss ganz schnell weg jetzt hier. Ja, ich muss ganz schnell, ich muss auf die Toilette. Ja, vergessen wir es einfach. Ja, ja, ich muss ganz schnell weg hier. Weiber. Boah, es ist einfach schlimm. So, meine lieben Zuschauer, das waren die Dinge, die mich an Mädchen und an Weibern stören. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen. Hier, vielen Dank übrigens auch an Paul, dass er mit dabei war. Oder auch der Vodox. Ihr könnt den Kanal von ihm gerne besuchen. Hier, ich verlinke den jetzt hier überall. Inception Vodox. Einfach draufklicken, der macht auch richtig geile Videos, Funny Moments und ganz so ein Scheiß. Also ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von solchen Rage-Videos wollt, dann sagt's doch einfach und schreibt's in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, auf